Servus und herzlich willkommen hier im idyllischen Saalbach Hinterglemm. Es ist wieder Zeit für eine spannende Partie Cash Game und das heißt Zeit für unsere German High Roller. Hier spielen nicht nur die mit dem dicken Geld, sondern auch noch die Besten der Besten. Und wer darf da natürlich nicht fehlen? Unser Pokerpapst Pius der Erste. Und wer neben Pius so noch Platz nimmt, das sehen Sie jetzt. All what I have. Unsere Runde heute, einer der besten Turnierspieler Österreichs, Erich Kollmann. Viel Live-Erfahrung an den Pokertischen hat Quirin Zech. Gut im Turnierpoker und im Cashgame Johannes Strassmann. Ein starkes Pokerjahr hat bisher Jan Heidmann. Sieger des Main Events der World Series of Poker, Pius Heinz. Der ehemalige Schönheitschirurg Dr. Michael Kainer. Kultfigur Hermann Pascher. Und unser Online-Qualifikant Jürgen Kannenberg. Das ist der Kontoauszug nach der ersten Sendung. Pius Heinz hat hier ordentlich gewirtschaftet mit 36.000 Euro im Plus. Quirin Zech ebenfalls deutlich vorne, so auch Johannes Strassmann, Jan Heidmann. Dann die Spieler im Minus, Hermann Pascher, 47.100 Euro im nassen Bereich. An meiner Seite unser Experte für diese Runde, das ist aus dem PokerStars-Team George Danzer. Herzlich willkommen, George. Hallo, Michael. Nicht also zu vergessen, wieder so, mal einen Titel geholt, unser George bei der WCUP, der Online-Poker-Weltmeisterschaft bei PokerStars. Herzlichen Glückwunsch dazu, George, diesen Geschichte. Ja, danke. Anstrengende Wochen. Das sind anstrengende Wochen, ja. So, was haben wir gesehen in unserer ersten Folge? Ungefähr das, was wir jetzt auch gerade gesehen haben, nämlich ein Race von Quirin Zech, der wirklich ordentlich Gas gegeben hat. Gute Hände hatte, viel Action gemacht hat. Ein neues Gesicht sehen wir hier, Erich Kollmann, der Cool Man. Starker Turnierspieler, immer wieder dick, fett in den Preisgeldrängen. Hier also heute seine Bewährungsprobe bei German High Roller. Der Pascha, der Hammann mit einem Minus von fast 50.000, wir haben es gerade gesehen. Jetzt hat er hier ein paar Achter. Und da haben wir schon drei Achter. Gespielt wird 100-100 in den Blinds. Also nicht durcheinander kommen, liebe Zuschauer. Small Blind 100, Big Blind 100. Oft wird gestraddelt mit einem dritten Blind-Einsatz. Das werden wir Ihnen dann jeweils auch mit auf den Weg geben, wenn wir sehen, dass das passiert. Hier ist erst einmal die Action mit Ass 8-7. Alle haben was, George. Ja, Quirin die 7 getroffen, gleich angespielt, weil er der vorm Flop der Aggressor war. Ja, hier würde sich Pascha wünschen, dass er vielleicht doch noch mehr Geld zur Verfügung hätte, um einen Riesenpott zu spielen, denn Pius hat nun mal auch Ass-Bube. Das wird er kaum wegschmeißen. In dem Fall nicht, ist ja nicht mehr so viel dahinter. Und 6-1. Wir wissen ja auch, dass Hermann Pascha da nicht unbedingt immer einen Drilling hält, um alles zu setzen. 7, 8 wieder? Ach, 7 ist mein Pokal. Darf ich eine kaufen? Eine kaufen? Kaufen. Was sagt er? Kaufen. Doch, von der? Ja, sicher. 3, 8, 4, 2. Das ist zu viel. Ja, das gibt es immer wieder mal, dass so ein bisschen noch nebenher verhandelt wird, um einzelne Karten zu sehen. Aber der Preis war jetzt sehr hoch. Ein ganz schlechtes Gefühl, Hermann. Ich weiß auch nicht, warum. Schlechtes Gefühl. Für mich oder für sich? Nee, für mich. Ich krieg nur Wasser, bitte. Danke. Dir geht's gut, das sehe ich schon. Oh, ja. Ah. Der Weltmeister weiß schon, wie er seine Gegner lesen muss. 3, 4, 3, was? Hast du Kreuz oder was? Nein, ich hab Ass-Bube.
Was hast du? Oh! Skinder. Ich dachte, er hat. Wow. Ich war mir ziemlich sicher, dass er sowas. Manchmal weiß man es, nicht? Dass es hat, aber man callt trotzdem. Ja. Passiert selbst dem besten Weltmeister mal. Haben wir in den letzten Jahren oft gesehen bei Daniel Negreanu. Der sagt, ja, bin ich wohl hinten? Call. Das war's. Ende Gelände für Pius in der Hand. Das heißt auch für Pascha, dass er endlich mal wieder so ein bisschen aufholen kann. Ja, sag mal. Komm nur noch sicher drauf, ja, dann kommt die vierte. Das nennt man Vierling, Hermann. Ich kann auch schlecht lassen. Die Aufholjagd, sie beginnt von Hermann Pascha. Direkt mit dem Poker gegen den Weltmeister Pio Sainz. Schöner Pott gleich zum Anfang. Aber naja, Tropfen auf den heißen Stein so ein bisschen. Immerhin das Minus nur noch 36.800. Vorne Quirin Zech, Pio Sainz gleich. Mehr Poker, große Pötte und die eine oder andere Überraschung noch aus dem Alpine Palace. Zurück bei German High Roller, Alpine Palace, Saalbach, Hinterglenn, Cash Game, große Pötte, viel Geld, viel Action, Blinds 100-100. Jürgen Kannenberg ist das, unser Online-Qualifikant. Nicht zu vergessen, man kann sich hier qualifizieren für German High Roller. 10.000 Euro wird man dort dann bekommen, um mitzuspielen. Das, was man erwirtschaftet, was also über 10.000 Euro am Ende hängen bleibt, das darf man behalten. Die ersten 10.000 hat Kannenberg verbrannt, wenn man so will. Die hat er verzockt. Nochmal 10.000. Das sind aber dann tatsächlich die letzten. Und weiter geht's. Ass 10, Erich, Ass 6 und Bube 10. So ist die Reihenfolge. Dann Pascha mit 6-2. Michael Keiner, König 7. Das wird gefoldet. Waren schon mal zwei Karo dabei. Karo. Ass. 4. Guter Flop demnach für Jan. Ja, ganz dünn angespielt vom Pascha. Das gibt es immer wieder mal. Das merkt man auch in anderen Runden. George, so Spieler, die einen Pott haben von, sagen wir mal, 1.000 und spielen dann 50 oder so 100 an. Warum macht man das? Es ist eigentlich wie ein Check. Der will halt billig die nächste Karte sehen. Es ist so, er hat eigentlich nichts getroffen, aber mit einer 5 könnte er die Straße machen. Also denkt er sich, spiele ich ganz wenig an. Dann kommt der andere vielleicht nicht auf die Idee zu raisen. Wenn ich checke, dann spielt der andere, muss ich mehr bezahlen. Also es ist ein bisschen so ein Defensivmodus. Und ja, das erkennt Jan jetzt auch. Am Flop war ja noch einer hinter ihm, deshalb vorsichtig gespielt. Aber jetzt will er nichts umsonst hergeben. Also macht dann ein Raise. Ganz gut. Es darf nur nicht die 5 kommen. Das ist eine interessante Karte. George, weißt du warum? Weil Jan weiß, dass alle Hände mit einer 3 die Bockhände sind vom Pascha. Der kann jetzt hier wirklich König 3, Dame 3, Bube 3. Und ich glaube, dass Jan das in diesem Moment durch den Kopf geht. Von wegen, das kann nicht sein, dass der jetzt so eine Bockhand gespielt hat. Und spielt seine Bockzahl. 1300. Jetzt brennen alle Lampen eigentlich bei Jan, aber er callt, weil er denkt, Mensch, Monster unterm Bett, das kann es ja auch nicht sein. Ja, er hat ja auch nur so wenig angespielt. Jetzt, wenn er vielleicht 7.000 angespielt hätte in den Pott, dann hätte Jan vielleicht das Ass auch mal weggelegt. Aber er musste ja nur 1.300 bezahlen, also weniger als halben Pott bekommt gute Odds und dann wird er Top-Paar einfach nicht weglegen. Wenn er schon Bock repräsentieren will, dann muss er schon viel anspielen. 13.000 in dem Fall. Das in dem Fall gebracht. 13.000, das wäre es gewesen. So geht das manchmal mit den Bockzahlen, Bock einsetzen. Pascha straddelt Quirin. Quirin Zech straddelt. Das heißt, wir haben 100-100 in den Blinds, 200 im ersten Straddle, 400 im zweiten Straddle. Was natürlich immer Action
bringt. Erstens sind jetzt die Raises schon größer und zweitens ist es so, dass man auch mit schlechteren Händen mal draufgehen muss, einfach um das Geld, was ja Leute investiert haben, ohne ihre Karten zu kennen, einfach abzustauben. Jan versucht es mit Ass König. Die Hand hätte er immer geraced, egal ob Straddle oder nicht. So, und da geht doch die spekulativen Hände raus, sowas wie Dame 10, aber Quirin mit Ass 6 suited. Und er war ja der, der gestraddelt hatte, das heißt, er bekommt jetzt natürlich den günstigen Preis. Kann man schon mal reinschauen. Na, Jan beobachtet seinen Nachbarn aber da sehr genau. Hm. Ich glaube, das ist kein Flop, den Quirin jetzt unbedingt so dramatisch schlecht findet. Oh, da gibt es Check und Check. Na, der Flop ist schon in Ordnung. Auch Ass König ist jetzt nicht irgendwie geschockt von dem Flop, ja. Aber es ist so, dass die 7 keinen Unterschied macht, ja. Entweder hat der Gegner davor schon was gehabt oder er hat halt so König 10, Bube, Dame, das, was man halt so aus dem Straddle callt, ja. Und da ist Ass König immer noch dagegen gut. Und er wollte nicht gecheckraised werden am Flop, also hat er dahinter gecheckt. Der wird aber bestimmt jetzt nicht wegschmeißen, bloß weil er nichts getroffen hat. Ass König hoch ist da immer noch eine solide Hand, ja. Und schlägt noch extrem viele Kombinationen, die der Quirin da haben könnte. Also wird er auf alle Fälle einmal callen. Die Frage ist dann immer, wenn er nochmal feuert, ob man es dann nochmal callt mit Ass hoch. Erstmal schauen, darüber irgendwas an der Situation verändert. Ja, die Dame ist natürlich für Ass König keine schöne Karte, weil viele der Kombinationen, die er davor noch geschlagen hat, haben auch Damen drin gehabt. Ja. Die schlimmste Karte wäre wahrscheinlich in der Situation eine 10 gewesen. Bube wäre okay. Ja gut, jetzt, wenn es Check-Check geht, gewinnt halt einfach Ass König. Frage wäre gewesen, wenn Quirin jetzt nochmal ordentlich anspielt, ob Jan dann mit Ass König beißt oder nicht. Das wäre spannend gewesen. So war einfach ganz Standard runtergespielt. Überrascht mich fast ein wenig, dass Quirin da nicht nochmal nachgeht. Vom Typ her, von der Spielweise her. Ja, in der ersten Folge, die wir gesehen haben, da hat er auch ein paar Spots ausgelassen, wo man erwarten könnte, dass er vielleicht nochmal draufballert. Er hat entschieden, es ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu groß, dass der Gegner da noch weglegt und hat einfach mal einen Bluff. Also man muss auch nicht alles bluffen, bloß weil man... jung ist und aggressiv. Oh, jetzt haben wir Könige beim Qualifikanten. Da sind wir jetzt mal total parteiisch, denn er hat sehr unglücklich seine ersten 10.000 Euro hier untergebracht in der ersten Folge. Jetzt sollte er doch vielleicht diese Hand gewinnen. Vielleicht nur noch besser. Ja, ich. Ja. Ja, Dame 10-4, kein Ass, das wird schon mal den Qualifikanten freuen. Pascha spielt Bockzahl und dann kommt das Race. Ja, da müssten die Alarmglocken wieder leuchten. Der Qualifikant geht eher vorsichtig mit seinen Chips um. Ja, das ist also der meines Erachtens der klarste Fold, den man überhaupt jemals tätigen kann. Aber Pascha wäre nicht Pascha, wenn er nicht doch an seine Hand glauben würde. An seine Hand und an seine Fans. Das sind so die Hände, wo er das Geld einfach dann immer wieder mal verbrennt. Denn meine, das ist der Online-Qualifikant, der hier sein letztes Geld investiert. Der ist da einfach bockstark. Da hilft auch keine Bockhand, kein Bockeinsatz. Mein Gott. Könige. Was haben wir? Könige. Oh, König 10. Ein kleines Geschenk für Jürgen Kannenberg, den 58-Jährigen aus Blankenburg. Der Diplom-Mathematiker wird jetzt im Hirn rattern und rechnen und denken, Mensch, warte erst mal die zwei Karten ab. Doch, helfen mich fast wieder. Das sind noch zwei Zehner da, vielleicht. Das hält, diesmal hält's. Diesmal hält's.
Ein kleines Geschenk. Jetzt geht aufs Haus. Das teilte Spiel, also das vorsichtige Spiel vom Qualifikanten ausgezahlt. Er hat, obwohl er so vorsichtig gespielt hat, auf seinen Starkhand trotzdem Auszahlung bekommen. Das ist ja immer dann das Wichtige. Oft gegen gute Spieler wird es so sein, wenn man selber keine Action macht, ja, dann bekommt man auch keine Action. Dann wird die Starkhand auch nicht ausbezahlt. Aber in dem Fall nicht dran geglaubt oder noch an die letzten zwei Karten geglaubt. Hermann Pascha hat ihm da praktisch den Rest ausbezahlt. Ein Straddle gibt es von Pius. Johannes Ass, Dame, Pascha, die Achter. Habe ich zweimal drunter durchgeschossen, das ist nicht so leicht. Du hast Dame gegen Achter. Erstmal 50-50. Ja, 7-3 geht, obwohl das eine Weltmeisterhand ist. 7-3, ja, ja. Nicht die von Pius, sondern die von Joe Hashem, ein paar Jahre her. Jetzt aber zurück zu König 10, 10. 900. Ja, das ist klar, dass Pascha dabei bleibt. Gepairtes Board mit Paar auf der Hand. Misstrauischer Blick. Dazu muss man auch noch bekommen, das ist die zweite Frage. 1300. Muss man den Namen gar nicht mehr dazu sagen, wenn diese Zahl fällt. Jetzt hat er ja noch Ass oder Dame, denkt er sich vielleicht. Da muss er nicht immer einen König haben, die Straße kann noch kommen. Da wird einmal bezahlt mit Ass-Dame. Jetzt der Flush auch noch gekommen, den Hermann vielleicht am Flop gecallt hat. Jetzt kann Ass-Dame eigentlich gar nichts mehr schlagen, außer einen kompletten Airball. Das ist nicht blöd. Ich komme hier. Jetzt mal alles wegchecken. Ja, das ist alles behind checken. Willst du mir zeigen? Ja, er liegt ganz forscht da seine Karten hin, von wegen, du kannst dir noch eine kaufen davon. Dann ist er meistens stark, wenn Pascha noch so ein kleines Spielchen da anbietet. Dann habe ich gewonnen, wenn du nicht besser magst. Voll. Voll, ja. Ja. Schönen Abend. Geht tatsächlich auf die Seite von Pascha. Ja, diese muss man sagen, hat er wirklich gut gespielt. Ja. Manchmal könnte man ja auch meinen, immer dieses 1300 spielen, das ist zwar schön und lustig, aber es ist manchmal eben auch mathematisch nicht ganz korrekt, weil er die Gegner dann bei hohen Pötten quasi dazu einlädt, mit guten Pot-Odds dabei zu bleiben. Gut, check wir Heinzler. Danke. Aber es hat mittlerweile tatsächlich auch eine Art Kultcharakter. Hast du mit Kreuz gehabt? Tricky. Jetzt hat Jan mal eine vernünftige Hand. Buben im gestraddelten Pot ist natürlich wieder eine Hand, die richtig Action inducen kann. So, wenn ich das richtig sehe, kennen wir die Karten von Pius nicht. Das heißt, es ist wieder Zeit für Guess the Hand. Raten wir. Das könnte sehr spekulativ sein. Es wurde zweimal gestraddelt. Damit geht Pius schon mal davon aus, dass Jan sowieso keine unglaublich starke Hand braucht. Also es kann jedes Paar sein, also von Zweiern bis, sage ich mal, Achtern oder so. Ab Neuner könnte man schon eher wieder am Re-Raise arbeiten. Ja, das also kann aber auch 8-6 suited sein. Genau, es könnte auch 8-6 suited, Dame 10 suited, sowas in die Richtung sein, nicht wahr? Nächste Runde? Unbedingt, ja. Nicht zu spaßig. 19-7. Ja, der Flop ist jetzt nicht extrem schlecht für Buben. So ein Flop mit Dame oder König drin wäre natürlich schlechter gewesen, aber es ist auch kein Traumflop, weil viele Paare jetzt, die 7er und die 9er haben schon getroffen, ja. Die 8er haben Open-Ender dazu. Gut, aber manchmal hat er vielleicht auch Ass 10, Ass 9, das er noch schlagen kann. Also das ist ein gemischter Flop. Kein Katastrophenflop, aber auch kein grandioser Flop. Hm.
Okay, also das riecht dann schon irgendwie nach, ich kann mit dem Flop irgendwas anfangen. Also er hat ein bisschen was getroffen oder er hat zumindest irgendeinen Draw. Ja, aber Bube 10, Bube 9, sowas ist ja unwahrscheinlich. Wir sehen ja schon drei Buben weg. Also wenn er da ein bisschen was getroffen hat, oft halt mit so 7, 8 suited, 8, 9 suited. Das ist so ein Paar mit Open Ender oder ein Paar mit einem Gutshot, der kann auch 6, 7 haben suited. Ja? Dass er vielleicht ein Paar mit der Möglichkeit noch zur Straße hat. Solche Hände stehen da oft bei Pius, würde ich sagen. Und der macht direkt einen riesen Fass auf. Ja gut, jetzt sind es zwei Möglichkeiten. Er kann entweder 6, 8 direkt getroffen haben, ja, dass er die Straße einfach hat. Oder es kann trotzdem noch praktisch als Semi-Bluff gedacht sein von ihm mit 7, 8 und so. Vielleicht gewinnt er den Pot gleich, ja. Oder vielleicht bringt der Jan sogar noch dazu, ein Overpaar wegzulegen und hat trotzdem sehr viele Outs. Er weiß ja nicht, dass Jan genau Buben hat, das auch allen Straßen sehr viele Outs wegnimmt. Weil wenn ich jetzt 7, 8 habe auf dem Board gegen Buben, erstens gibt es zwei Buben weniger und die 8 ist kein Out, weil zwei Paar nicht gut sind gegen die höhere Straße, aber gegen Damen und Könige sähe es natürlich besser aus. Das heißt, es kann entweder gemachte Hand sein oder ein Semi-Bluff. Sag ich mal. Es kann auch 6-7 sein, für dass man praktisch nur das Bottom-Pair hat mit einer Straßenmöglichkeit dazu. Mit der 8, die aber nur ein Bauchschuss ist. So, Jan bezahlt das. Sicherlich auch mit dem Gefühl, dass er jetzt immer noch vorne ist. Jetzt kommt die 4. Ja, Jan denkt sich jetzt zwei Sachen. Entweder ich bin noch vorne oder ich habe sogar noch Outs, nicht? Weil die 8 ja ihm die Straße macht. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Pius Bube 8 hat. Erstens würde das nicht so oft spielen gegen Race von Jan. Eher schon so 6, 7 suited. Und zweitens hat er selber zwei Buben. Also er sagt sich, entweder bin ich tatsächlich vorn gegen einen Semi-Bluff oder ich habe noch Outs, selbst wenn der Gegner hier 6, 8 hat, kann ich immer noch die Straße machen. Also, dass er am Turn wegschmeißt, ist auch außer Frage. Die Frage ist, je nachdem, welche River-Karte kommt und Pius ballert nochmal drauf, dann wird es schwieriger. Aber den Turn bezahlt auf alle Fälle. Das ist jetzt mal eine richtig knifflige Hand, denn hier auf dem Turn ist sie definitiv noch nicht zu Ende. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass Pius 9, 10 oder 7er hat oder so. Oder ein Set? Ja, sag ich ja, 7er für, ach so, für ja. Set 7er. Er kann ja auch eine richtige Hand haben, aber da sind immer noch dann gegen Set 7er hat man immer noch Achter und Buben. Und man kann noch vorn sein, also am Turn kann er nicht weglegen. Aber riesen Pot schon aufgemacht, nicht wahr hier? Da geht's ab. So, wenn Jan das jetzt bezahlt, dann nähern wir uns schon sehr, sehr interessanten Pot-Dimensionen. Ich weiß nicht, was war bisher der größte Pot beim Highrunner? Ja, das war Ronny Kaiser, hatte einen Pot von knapp 90.000. Beim letzten Mal, so jetzt aber die River-Karte. Jetzt kommt das Ass. Das hat ja eigentlich mit der Range, die wir Pius gegeben haben, überhaupt gar nichts zu tun, naja, das Ass. Eigentlich nicht, weil Ass 10 hätte er dahinter gecheckt. Definitiv am Turn, ja. Das heißt, Pius hat entweder die gemachte Hand oder war auf dem Bluff. Die Sache ist die, das Ass ist eigentlich eine gute Bluff-Karte für Pius, ja. Weil Jan, in dem Spot kann er ja nicht die Nuts haben, wenn er die Hand so spielt, ja, dass er den Race nur called am Flop und dann check call am Turn und den River checkt. Das heißt, Jan hat meistens eine Einpaarhand und das Ass ist halt so eine Karte, die man oft versucht zu barreln. Das heißt, wenn Pius davor auf dem Bluff war, ja, dann wird er den jetzt durchziehen. Jetzt ist schwierig und wenn er die Hand gemacht hat, dann wird er jetzt auch durchziehen. Das heißt, ich glaube, dass Pius hier 100% seine Hände anspielen wird. Egal, ob er davor geblufft hat oder ob er es davor gehabt hat. Jetzt sehen wir auf alle Fälle nochmal eine Barrel. Wow. Da haben wir eine richtige Barrel. So, jetzt aufgepasst. Jetzt, das ist schon ein, also, puh, das ist ein harter Call. Wir sind ja jetzt
in der Lage von Jan, wenn man so will. Wir wissen die Karten von Pius ja auch nicht. Sag ich mal, wenn er das jetzt callt, dann hat er natürlich... Also das muss schon, das ist ein unheimlich schwieriger Call, wie ich finde. Der Spot ist wirklich schwierig. Er hat einfach oft 6, 8 für die Straße und er hat oft einen Drilling, ja. Die Frage ist, wenn er praktisch... Kannst du mir kurzfristig noch was leihen? Hab ich doch vorher gesagt. Ja, also es wäre das All-In von Jan. Wenn er das callt, hat er einfach nichts mehr. Ja. Wenn er gewinnt, ist man so bei, im Bereich von 100.000 für diesen Pot. Schwierige Entscheidung jetzt mit dem Buben. Tatsächlich ist der Pot in der Geschichte von German High Roller. Aber was wäre das auch für ein Call? Und er callt und jetzt sind wir wirklich gespannt. Dreht Pius da die Nuts um oder 8-6? Oder? Nuts hätte schon lange umgedreht, also war es der Semi-Bluff. Und es ist 6-5, 6 hoch, also nichts. Es war der Gutshot auf dem Flop oben unten auf dem Turn. Aber was für eine Entscheidung für Jan. Da müssen wir nochmal nachfragen. Bei Jan Heidmann, der größte Pot in der Geschichte von German High Roller. 100.000 Euro. Locker, ne? Ja, ja. Die letzte Entscheidung, die ist eigentlich schon auf dem Turn gefallen. Weil wenn ich den Turn calle, dann call ich da meistens auch den River. Das war der Plan, weil... Sonst brauche ich den Turner nicht callen. Das ist relativ klar, dass der Pius da auf dem River shippt. Mit seinen ganzen Draws, die ich noch schlage. Und mit seinen ganzen Value-Händen, die ich alle nicht mehr schlage. Also alles, was mich da für Value auf dem Flop raised, das schlage ich mit den paar Buben auf dem Flop schon lange nicht mehr. Das sind aber so Hände wie 6-8 suited wahrscheinlich, weil ich under the gun geraced habe und er bezahlt. 7-9, 10-9, 10-7 wahrscheinlich nicht so häufig. Ich glaube aber, dass er da einfach sehr viele Draws sowohl auf dem Flop raised, als auch dann 3-Barrel blufft. Das war dann die Entscheidung und hat gestimmt, das ist schön. Ich finde, er hat einen sehr, 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 sehr guten Call gemacht, einen sehr, sehr mutigen Call auch. Respekt dafür auf jeden Fall. Das macht ja Spaß, sehr schön. Das ist, hat vorher auch schon viel Spaß gemacht. Ich habe eine Hand gegen den Weltmeister gespielt, da habe ich richtig was gelernt. Da hat er mich geowned. Jetzt sind wir, jetzt hat sich das ein bisschen rumgeschwenkt, sage ich mal. Ist eine super schöne Runde, es ist sehr, sehr spannend, mal so hoch gegen so gute Leute Cash Game zu spielen. Und ja, macht Spaß. Schön, ich komme öfter. Ja, das sagt sich jetzt natürlich so leicht mit 100.000 im Rücken. Starke Hand, größter Pot der High-Roller-Geschichte und vor allen Dingen auch pokerstrategisch hochinteressant. Wir haben mitgeraten bis zum Schluss. George hat es treffend analysiert. Es war also ein halber Bluff, weil ein Draw sich dahinter versteckte mit auf dem Turn oben und ein Straßendraw, der am Ende auf dem River eben in einen kompletten Bluff dann verwandelt wurde, werden musste, um die Hand zu gewinnen. Guten Call gegen machen und dann sagen, ja, nee, das ist aber schlecht gegen mich. So, aber ich habe jetzt echt nicht die ganze Zeit nur Bluffs da, ne? Also, nein, nein, klar. Also, ich habe schon. Es ist nicht so, dass ich snappe und denke, juhu. Das ist der Umgriff. Du drehst halt so, denkst du so, ah. Das mach ich immer, um die Leute halt zum Threaten. So, wenn schon, dann musst du es auch so machen. Nice. So. Das muss man dann schon machen. Wenn man 50k Bluff fast macht, dann muss man schon umdrehen, als hätte man ihn. Das gehört dazu. Ja, das können nicht viele. Ja, da wird noch ein bisschen diskutiert. Klar, da muss man auch ein wenig Dampf ablassen. Das war der schlimmste Moment in meiner Pokerkarriere. Ich bin mir sicher, dass halt ein von 1000 Spots in so einem Fall die Hand gemacht wird. Ja, ja. Mit Sicherheit. Ja, pass auf. Das hab Turnier ich Wiener Neustadt, komplette Team Pro ist da. Team-Event. Mhm. Ja. Gibt's irgendwie... Keine Ahnung, kannst du irgendwie Punkte sammeln für Sitten, durch Sitten Goes und dann fürs Michael, Main. Michael! Jo! Es kommen noch 5000, 7000? Ja, 2, 4, 6 dahinter. 7000. Ja, 7000 geblieben. Genau 7000. Das ist doch mal was. Ja, müssen wir uns direkt, wollen wir uns vor allen Dingen dieser Hand zuwenden, nachdem wir gerade schon gesehen haben, Pius und Jan analysieren noch gegenseitig. Hier haben wir mit Quirin einen sehr aktiven Spieler. Gegen Michael Kainer, einen sehr tighten Spieler, der einen guten Draw erwischt. 2-5. Spielt er hier an, nachdem Quirin checkt. 7000, das haben wir ja gerade schon erfahren, hat Michael dahinter. Ja, nachdem da Quirin checkt und Michael ein tightes Spiel ist, würde ich an seiner Stelle auch immer da anspielen. Man hat zwar noch nichts, ja, erstmal Ass hoch, aber super, super Draw.
den muss man aggressiv hier spielen. Der König ist keine gute Karte, um jetzt aggressiv weiterzuspielen, weil er weiß ja, dass Quirin entweder einen König hat oder einen starken Draw. Ja, einen starken Draw bist du mit Ass 8e vorne. Und wenn Quirin einen König hat oder eine andere starke Hand, so wie Dame oder Buben, wie er jetzt hat, wird er auf den König nicht mehr weglegen. Also der König ist keine gute Karte, um hier den All-In-Bluff zu spielen. Ja, wird auch sofort gecallt. Da hätte ich an seiner Stelle eher dahinter gecheckt. Weil er will ja sogar, dass ein Herz kommt, wenn Quirin einen kleineren Flush-Draw hat. Und der König war praktisch die schlechteste Karte. Aber gut, der Draw ist natürlich stark, er hat immer noch Outs. Muss halt dann kommen, nicht wahr? Na, kommt nicht. Nee, kommt nicht. Quirin kann Michael Kainer hier das letzte Geld abnehmen. Das letzte Geld zumindest bei der Auflage, die er jetzt hat. Er wird nochmal nachkaufen. Aber glücklich, ja klar, schaut er nicht aus. Da spielt er mal eine Hand und dann geht's. Ja gut, aber ich check Feedback, das heißt, wenn ich Whipper jamme, dann habe ich wirklich nur noch R oder 9. Und das ist halt eklig für dich, ja, das rauszufinden für 30k oder 27 oder was immer man es war. 25.400. Okay. Auch dafür wäre es noch auch dafür nicht 300? Ja, da ja, dafür wäre es dann Snapcall. Die Hand geil. Immer noch nach. Es gibt eine Grenze. Ja, ist so eine große Hand. Ja, irgendwo gibt es eine. Die ist wie immer. Muss man auch noch ein bisschen nachdiskutieren. Finde ich auch gut, dass die Spieler das am Tisch machen. Ja, es gibt ja viele Bros, die dann nichts sagen. Aber in der deutschen Community wird sich schon ausgeholfen. Da werden zusammen Hände analysiert, Strategien diskutiert. Und in diese deutsche Poker-Community, da gehören die beiden ja mitten rein. Pius Heinz und Jan Heidmann. Wie viel spielst du, Pius, jetzt so? Ich spiele 40 circa. Ein bisschen weniger. 40.000. Da hat Pascha versucht, einen auf Doyle Brunson zu machen mit 10-2. Aber gegen Race und Call geht er dann doch raus. Nach diesem Putz momentan kann es wieder, wieder so sein. Momentan. Dann schauen wir, ob jetzt Pius die Revanche gelingt. Ich kann mir ja so ein 160k-Pot spielen. Strafendraw für Pius. Ja, wieder Semi-Bluff. Und Jan denkt sich, kann ja noch kommen. Naja, kann ja noch kommen. Er hat natürlich erstmal noch zwei Overcards, also zwei Karten, die vielleicht gut sind, wenn der Gegner einen Buben oder einen Neun hat. Und er hat das Kreuz Ass, was auch noch einen Unterschied macht, weil am Turn könnte ja Kreuz kommen, sodass er dann den Flush-Draw hat. Also da schmeißt er meistens nicht weg. Und Ass hoch könnte ja noch gut sein. Jetzt kommt eine von den Karten, die er sich gewünscht hat. Ja, Pascha hatte zwei Kreuz, der hätte jetzt hier Flush gemacht. Die fehlen aber natürlich jetzt gleich auf dem River. Hier mögliche Flush-Chancen bei Jan. Nachdem er vorhin gerade schon beim Bluffen erwischt wurde, mal schauen, ob er es nochmal probiert. Ist das jetzt nicht so, dass Pius jetzt denkt, naja, Jan wird doch denken, ich bluffe jetzt bestimmt nicht nochmal. Ja, ja. Und gerade dann muss man nochmal bluffen. Pius denkt jetzt, ich denke, dass er bestimmt nicht nochmal blufft und deswegen blufft er jetzt recht. Nein, Jan denkt sich erstmal, ich habe noch Nut Flush Draw, also call ich erstmal und am River fange ich dann wirklich an zu denken. Bube ist eher gut für Ass hoch, um nochmal eine Barrel zu callen, weil es jetzt unwahrscheinlicher macht, dass der Gegner eine ganz normale Standard-Value-Hand wie, sag ich mal, König Bube oder so hatte, ja, weil jetzt weniger Buben übrig bleiben für die Starthände. Der blockt sich also und deswegen überlegt er vielleicht hier auch noch die dritte Barrel mit Ass hoch zu callen. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie ab und zu das Wort Barrel hören, die Spieler abfeuern, das ist so ein Begriff, der hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Sie kennen das eher aus den Wirtschaftsnachrichten, wenn das Öl wieder teurer wird. Beim Poker wird es dann auch oft teurer, wenn die Barrels fliegen, denn das sind so die Einsätze, die getätigt werden, die Angriffe, die gefahren werden, die Attacken, die ausgeübt werden. Dreimal barreln heißt dreimal setzen und wird oftmals im Zusammenhang mit Bluffs und Ähnlichem benutzt. Ja, wieder eine schöne Hand zwischen Jan und Pius. So sieht's aus. Jan spielt viel mehr Hände in dieser Session als Pius. Aber unten die Bilanz, die ist natürlich besonders interessant. Ein Plus von fast 70.000 für Jan Heidmann. Hingegen Pius in dieser Folge, nachdem er zuletzt im Plus war, ist der Minus. Über 21.000.
kann sich auch wieder ändern. Ich bin noch nicht so, die ganze Zeit vor. So desperate bin ich noch nicht. Pius hat ja in der letzten Folge sehr viele Hände gespielt, jetzt hier etwas weniger. Ich bin ziemlich desperate, aber noch nicht vollkommen desperate. Und jetzt kommt Jürgen. 500 von Jürgen. Unser Online-Qualifikant, dem wir mit auf den Weg gegeben haben. Denk dran, Jürgen, dass du ein sehr, sehr tightes Image hast. Wenn du racest, dann glauben alle, du hast Asse, Ass, König, Damen, Buben. Aber er hat hier nur 4-3. Ja, finde ich gut, dass es mal ein bisschen aufmischt, die Sache. Mit 3-4 suited. Spielt seit 4-5 Jahren Poker, 2-3 Mal im Jahr auch live am Tisch, ansonsten eher online. Und da kommt Peak, Peak, Peak. Wenn ich noch einen Strohhalm bitte haben, in meinem ist Gurke drin, das geht nicht. Was wurde so schnell rumgecheckt? Das wurde jetzt hier super schnell gecheckt, alle Angst. Hätte ich mir doch gewünscht, Jürgen, mit dem Straight Draw, also mit der Straßenmöglichkeit, dass er da gleich gefeuert hätte. Da hätte er bestimmt wenig Gegenwehr bekommen. Selbst von Top Paar wäre es schwierig gewesen für Jan, da durchzubezahlen. Aber jetzt natürlich. Tja, und drei, jetzt legt vier, er sogar weg. Legt er weg. Schade. Ja gut, man muss natürlich die Outs in Peak muss man natürlich abziehen. Oh, er hätte die Straße gemacht. Weil ich sagen wollte, wenn die Peak 6 oder das Peak Ass kommt, dann wäre natürlich viertes Peak, deshalb hat er weniger Outs gehabt. Jetzt, dass natürlich gerade eins davon kommt. Die Hand, da wenn er ganz normal angespielt hätte und dann vielleicht sogar, wenn er am Turn dahinter checkt, weil er denkt, der andere schmeißt nicht weg, dann hätte er die Hand noch am Ende gewonnen. Da bin ich nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise. Nee. Wie die Hand gespielt hat. Zu ängstlich. Ja. Gut, und jetzt Quirin feuert zweimal, aber von Top Paar wird er natürlich da weggeschnappt mit gutem Kicker. Und Quirin dreht die Hand um, als ob er den Nut Flush hätte, aber ist nichts dahinter. Hilft nichts. Ist das tatsächlich heute hier die Jan Heidmann Show, unser Sport 1 Experte mit seinem erstklassigen Abschneiden beim Main Event der World Series of Poker, dann noch mit weiteren guten Turnierergebnissen, unter anderem ein dickes Turnier gewonnen in Rosvadov, da hat er 100.000 Euro nochmal gecashed, also hat einen richtig guten Lauf in diesem Jahr, deswegen auch mit viel Selbstbewusstsein hier an den Cash Game Tisch gekommen und das scheint sich auszuzahlen. Stimmt das, George, mit dem Lauf, wenn man einen Lauf hat, dass das wirklich, ist das wirklich so? Nein, natürlich nicht. Ist gar nicht so. Na, ja, man definiert ja das als Lauf, was ein Lauf ist. Wie soll man denn da sagen, es gibt keinen Lauf? Natürlich, es gibt den Lauf, weil es was Praktisches ist und dann sieht man es und dann sagt man, das ist ein Lauf. Aber bloß, weil ich jetzt gerade einen Lauf habe, werde ich beim nächsten Turnier genauso oft gut abschneiden, wie ich schlecht abschneiden werde mathematisch. Also der Lauf, der verlängert sich nach hinten raus. Ich kann es immer nur nachhinein sagen, oh, der hat ja einen Lauf, der Junge, also, weil ich die Ergebnisse gesehen habe. Genau. Ich weiß jetzt nicht, dass der jetzt, weil er einen Lauf hat, beim nächsten Turnier wieder gewinnen wird. Ja? Aber wenn er das nächste Turnier wieder gewinnt, dann sagt man, oh ja, weil er einen Lauf hatte. Ist doch klar. Sagen wir mal so, jeder Lauf ist endlich. Definitiv. Der von Jan ist noch nicht beendet. Hier hat der Damen sofort wieder eine starke Hand. Und das Ganze gegen Quirin mit Ass Bube. Der Flop kommt. Ah, der König, den finde ich jetzt doof. Hm, da kommt das Ass auch noch. Zwei Spielverderberkarten für Jan. Gut, hätte man einmal natürlich anspielen können, aber auch dahinter checken mit den Damen ist ganz gut. Ja, jetzt den König wird er bestimmt nicht anspielen, weil er muss sich auch nicht vor vielen Händen schützen. Entweder der Quirin hat was oder er hat nichts und die Damen sind zwar schon recht oft gut. Vielleicht denkt er sich, dass Quirin ein Flushdraw haben könnte. Umsonst will man dem Gegner nichts geben. Spielt ein bisschen was an. 1400, kleine Bet. Dadurch hat Quirin es auch geschafft, ein bisschen Geld hineinzubekommen in den Pot.
Muss man da doch raus, oder? Oder denkt man, der Gegner blufft? Ne, er hat schon eine ähnliche Hand, ja, ganz am Anfang, wo er nur die Achte hatte und Quirin hatte den Drilling Damen getroffen, wo er auch so gespielt hat, ja. Gecheckt und dann erst am Turn gecheckraised, ja. Das heißt, und Jan denkt auch, dass er es mit Ass-Bube und so wahrscheinlich nicht machen würde, ja, weil die Hand ein bisschen zu dünn ist. Und deshalb finde ich das okay, da mit den Damen, wenn man sie anspielt, auch den Checkraise zu callen. Ja, 7200 kommen da nochmal. Ja, und Jan sofort in Denkerpose. Ist halt schwierig. Die 8 hat jetzt überhaupt nichts an der Situation verändert. Ja. Und der Quirin hat vom Jan einen Checkraise gecallt bekommen. Das heißt, Jan sagt, er hat eine ziemlich gute Hand, ja, auf Ass, König, König 5. Das ist eine Frage, wie schnell du lernst, sagt er. Naja, weil er bisher alles weggecallt hat. Ich glaube fast, dass er vielleicht denkt, jetzt habe ich einmal so grandios gecallt vorhin gegen Pius. Das mache ich jetzt nochmal, oder? Spielt das überhaupt keine Rolle? Nein, das spielt keine Rolle. Er wird überlegen, wie ist das Board, wie hat sich das entwickelt? Glaubt der andere, dass er mich da bluffen kann? Gut, glaubt der andere, dass ich selber eine starke Hand habe? Wenn der andere nicht glaubt, dass er eine starke Hand hat, ja, dann wird er öfter bluffen, also muss ich callen. In dem Spot sehe ich aber nicht, wie Jan glauben sollte, dass Quirin ihm nicht halbwegs eine Hand gibt. Nicht auf Ass, König, König 5. Da denkt Quirin sogar manchmal, nachdem Jan den Checkraise callt, dass Jan den König hat. Ja. Er callt, oder? Callt oder callt er nicht? Was meinst du? Sag schnell. Ich weiß es nicht. Schnell! Jetzt callt er nicht mehr. Jetzt ist er jetzt nicht guckt mehr. Er noch mal. Na, schau doch mal, wie er guckt. Ja. Fold. 7200 Euro gespart. In dem Fall, denn das wäre weg gewesen. Also zwei Sekunden davor habe ich es noch nicht gewusst, aber irgendwann erkennt man auch, wie die Anspannung vom Gegner weicht, ja, und er seine Entscheidung getroffen hat. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man in der Hand ist und blufft, wenn man endlich sieht, okay, jetzt hat er es aufgegeben, jetzt legt er weg. Die haben halt eher solche Lines. Ich habe halt viel Check. Also ich würde nie Check Call, ich würde spielen. Ich würde Check Call lieber nicht spielen. Aber ich fand auch meine Line gut, das ist klar. Why? Ich glaube, ich krieg nicht mehr. Check, ja, ich glaube, ich krieg nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, Check Call lieber ist gar nicht so schlecht. Da werden schon wieder extrem interessante Sachen diskutiert. Jan, ist das auch schon zu kompliziert? Ja, die Jungen vor allen Dingen, also die Kollmanns, Paschas und Keiners, die analysieren da eher wenig mit irgendwelchen Check-Jams. Auf dem River. Da gibt es eher halt die Bock-Strategie. Ja. Es ist oft so, Deep-Stack-Poker, dass halt oft so in solchen Spots oft raised besser sind als Calls. So ist das nun mal, die verschiedenen Poker-Generationen. Wenn Hermann Pascha 4-Bet hört, dann denkt er, was, ein Doppelbett oder riesiges Bett? Das sind einfach verschiedene Sprachen, aber es ist ein gemeinsames Spiel. Könige gegen Ass 8 und dann dieser Flop, ja. Ist denn heute schon Kerwa? Würde jetzt vielleicht der Pascha sagen, wenn er in unserer Position wäre. Toller Flop, Action garantiert. Straßendraw, Flushdraw. Bezahlt? Ja. Bezahlt, ja. Was hat er? Kings. Wow. Tot. Zweimal oder einmal? Einmal. Ja. Sowas ist mit der alten Garde nicht zu machen. Hier zweimal dealen, dreimal dealen, das geht nicht. Einmal. Die Fakten auf den Tisch. Und das hilft Pascha nicht. Gehen wir bis zum River. Kreuz.
Kreuz. Zu den Nuts. Endlich mal Kreuz, ne? Du hast 100.000 Mal. Kreuz hast du die ganze Zeit. Ich hab auch oft Kreuz. Das wird doch mal Zeit. Der Pott für Pascha. Weiter geht die Aufholjagd von unserem Kult-Pokerspieler beim Cash Game in Saalbach Hinterglemm. Der Blick auf den aktuellen Kontoauszug, der verrät uns, wo er sich befindet. Straßen- und Flascheingang, da muss doch was kommen. Aber das Minus, das ist immer noch ordentlich bei Hermann Pascha. 50.000, 50k, wie die Pokerspieler sagen. Jan Heidmann nach dem größten Pot der Highroller-Geschichte weit im Plus. Aber das ist noch längst nicht alles. Hier bei German Highroller. Gleich mehr. Also eins ist mal klar, wenn Sie die Analysen hier verfolgen von unserer Cashgame-Runde an meiner Seite, speziell vorgetragen von George Stanzer aus dem PokerStars-Team, dann merken Sie, wie wichtig Informationen sind. Informationen jeder Art, was wir hier immer alles ausgraben an hätte, wenn, könnte, an Fakten, die man kombiniert mit irgendwelchen Eventualitäten, die zeigen schon, wie unglaublich komplex dieses Spiel ist. Race von Quirin. Dame 5. Jan bezahlt am Button mit 9-7. Spekulativ. Erich Kollmann füllt hier momentan nur den Platz auf. Nicht böse sein, Erich. Mag ihn sehr. Würde gerne mal eine Hand mit ihm sehen. Aber er hat noch nicht den Spot gefunden, noch nicht die Hände. Da die linke Seite des Tisches, die Pascha Quirin Heidmann Fraktion. Die hat hier alles im Griff. 9-6-2. Oh, staubt der Flop. Trocken wie altes Brot. Aber Jan hat getroffen. Ja, selbst einem Quirin vergeht da die Lust auf die Conti-Bet bei so einem blöden Flop. Eigentlich ideal für Jan anzuspielen, George, aber ich denke mal, dass der Tisch, der gesamte Tisch, das gesamte Alpine Palace inklusive Wellnessbereich jetzt denkt, der spielt eh nur an, weil er Position hat. Auf alle Fälle. Ass hoch, kann man mal reinschauen. Auch wenn ich lieber zwei Karten hätte, die höher als eine 9 sind, um da weiter zu spielen. Aber kann man vertreten den Call. Oh, da hat Pascha mal ein ganz anderes Setzmuster hier angewendet. Und zwar statt 1300, 3300. Also Bockzahl nochmal deutlich hochgeschraubt. Na, die 10 ist natürlich gefährliche Karte für die 9-7, weil die 7-8 hat eine Straße gemacht. 10-8, was ja ein Bauchschuss war, hat die 10 getroffen. Ist natürlich nicht schön, aber irgendwie sieht mir das so aus, als ob Jan da irgendeinen Read bekommen hat, ja, dass er da auf alle Fälle die bessere Hand hat. Und was mich wundert ist, dass Jan doch so schnell bezahlt hat, weil Pascha hier eigentlich untypisch für seine Verhältnisse so hoch angespielt hat. Er spielt übrigens die gleiche Summe nochmal. 3-3 auf dem River. Ja, da muss man den Gegner anschauen. Du alles überlegst es. Wenn er sagt, er muss noch ein bisschen überlegen, dann haut er nicht weg. Ja, Pascha ist jemand, der immer sehr schnell spielt. Ja, ich brauch's auf jeden Fall auch gerade. Bezahlt. Brauch auch gerade auf jeden Fall. Und wieder Geld für Jan Heidmann. Hast gewonnen, sagt Pascha, weil er ziemlich sicher ist, dass seine 4 da hinten nicht reicht. Ja, Jan legt nicht oft weg in dieser Session und hat auch meistens die beste Hand. Das ist natürlich optimale Kombination, wenn man recht hat. Wenn man trifft, wenn man recht hat. Und der Gegner auch und noch. Und der Gegner auch schlechter ist als man selbst, dann sind das sehr, sehr gute Voraussetzungen, wie ich finde, beim Pokern. 5000 Mal mehr Station. Na, aber muss man schon sagen, in der Runde hat er schon ziemlich gut gespielt.
Das ist echt so. 400 von Johannes. Von der Strategie her und dass man dann auch noch die Möglichkeit bekommt, gute Calls und so zu machen, wenn man die beste Hand hat, das ist natürlich dann sehr schön. Das ist wie beim Fußball, wenn der Torhüter immer diese schönen gezirkelten Bälle aufs lange Eck im Kreuzeck hat und die kann er einfach locker runter pflücken. Das schaut spektakulär aus, ist aber gar nicht so schwierig. Ja, mit den neuen Bällen, die flattern schon mehr als die alten. So, Quirin macht mal hier das Re-Race. Was ich ganz interessant finde, Johannes hat ursprünglich geraced, Pascha bezahlt mit irgendwas, das ist bekannt. 1900. Komm Pascha, bleib dabei. Für die Fans. Ja. Recht ruhig heute. Ja, es läuft auch noch nicht so richtig. Mhm. Ist oft so beim Pokerspielen, wenn es läuft, wenn man Plus macht, dann ist man in guter Stimmung. Auch mal für einen Scherz aufgelegt. Ansonsten ist es immer schwierig. So, Johannes mit einem Wohlfühl-Check. Der hat mal eben hier Nuts gefloppt und checkt zu Quirin, demjenigen, der vor dem Flop die Action gemacht hat, die richtige Action. Und jetzt auf dem Turn auch noch trifft. Ja, der König, der gefällt natürlich Johannes überhaupt gar nicht. Seine Straße ist nicht mehr so viel wert. Und selbe Nummer, Nummer 2,5. Pascha spielt noch seinen Flushdraw an. Ja, da wird er auch nicht mehr wegschmeißen. Keiner der beiden wird da wegschmeißen. Frage, ob Johannes hier nur callt oder den Rest mit dazu stellt. Willst eine sehen? Willst eine sehen? Ja, das ist Johannes jetzt völlig egal. Er weiß, dass Pascha nicht mehr so viel Geld dahinter hat. Und kommt noch Herz. Oh, durch die Hintertür. Jetzt zeigt er ihm die kleinen Herzen. Dame. Flash. Dame. So hoch gleich. Ach so, ihr Mann, Flash mit Dame. Ich sag Flash, er sagt Dame. Ja, cool, man sieht schon, mein Gott. Strassmann floppt Nuts und verliert durch die Hintertür. Ich hab's auch so verstanden, dass er gesagt hat, dass er einen Flash hat. Ich hab schon Flash und er sagt Dame. Ja, und den Jungen Flash bist du Dame. Nee, ich hab's auch so verstanden. Ja, wenn man Pascha einzig unterstellen darf, dass er hier Slow Roll betreibt, das ist totaler Blödsinn. Also, der Flash, er kommt dann doch noch hinten an. Und es ist Pascha ja zu gönnen. Damit er ein bisschen aus dem Minus kommt und wieder ein klein wenig besser gelaunt ist. Erik spielt. Wieder im gestrellten Pot, ist automatisch ein bisschen größer. Unser Qualifikant mit einer starken Hand, Astamien Herz. Aber nur gecallt. Hätte man noch überlegen können, dann nochmal zu re-raisen. Oh. Oh. Ja. Man ist so ein bisschen auf Seiten des Online-Qualifikanten, das ist doch klar. Man möchte ja, dass er hier ein paar Tausender den Profis aus den Rippen schneidet, mit nach Hause nimmt. Ja, und die Sache ist ja die, beim Quirin, der raced so viel, drei bettet auch so viel vor dem Flop, dem gibt man eigentlich nicht immer unbedingt starke Hände. Also diese Könige. Also hier mit Ass Dame in Herz reinzustellen, das kann man schon mal machen. Ja, auch aus der Situation heraus, dass einer raced, dann callen zwei Leute und jetzt geht Quirin drüber. Das hat jetzt noch nicht unbedingt Könige zu heißen. Ja. Da ist noch einer, ja. Johannes in der Hoffnung hier. Ja, ist schon knapp. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld da noch dahinter ist, aber dafür 2500. Aber er hat Position. Mal gucken. Wenn natürlich guck die 3 kommt, ist es natürlich an. Immer korrekt und Jürgen auch noch guck mit mal. Top Paar, Top Kicker. Also das gibt's doch nicht. Brutaler kann eigentlich der Flop gar nicht kommen für Jürgen und Quirin.
Was ist denn das bitte für eine Hand? Ah, Jürgen, jetzt tut er mir leid. Ja, er hat so ein bisschen komisch gesetzt jetzt. Deswegen ist ja, Steffi, unsere Dealerin, auch sagt ihm, ja, das geht so nicht. Aber sobald du eine Bewegung gemacht hast, ist das so. Ja. Das sogenannte Stringbet, nicht? Hat er zuerst die Grünen in die Mitte gelegt und dann den Rest nachgeschoben, obwohl er All-In gehen würde. Wird festgelegt, er muss jetzt das setzen, was er in der ersten Bewegung reingeschmissen hat. Also die 4000, die er in 100ern angesetzt hat. Vielleicht rettet ihn das ja noch, obwohl ich es kaum glauben kann, weil nach ihm jetzt die Doppel-Action kommt. Also vom Set Dreier und von den Königen. Oh. Okay. So, jetzt bin ich gespannt auf Quirin. Ja, der kommt ja auch nicht raus da. Also das ist ja völlig ausgeschlossen. Oder? Ist das völlig ausgeschlossen? Ja. Nein, ich meine... Völlig ausgeschlossen? Johannes kann wahrscheinlich keine Damen haben, ja, aber er kann Neuner haben. Call. All-in, call, alle rein. Hurra, zack, bumm. Schauen Sie auf den Pott oben links. Wir gehen wieder in neue Dimensionen hier bei German High Roller, aber das war ja abzusehen bei diesem Flop und bei den Karten, die die Spieler da haben. Was ist denn das bitte? Karo noch möglich. Was für ein Showdown jetzt hinten bei dieser Handkonstellation. Außer Jürgen, fast, sag ich mal, der ist so gut wie Mause. Kommt da noch Karo? Da kommt Karo, aber die 9. Aber die 9. Voll. Ich hab mir nur gedacht. Full House für Johannes Strassmann. Ein Gigapot für unseren Stammspieler hier bei German High Roller, der fast immer mit dabei ist. Johannes Strassmann holt sich einen riesigen Pott. Es geht weiter in neuen Dimensionen hier heute bei German High Roller. Ein Rekord jagt den nächsten. Leider ist der Online-Qualifikant draußen. Mit was für einem üblen Setup muss er sich hier verabschieden. Schade, 20.000 Euro hatte er zur Verfügung, weil er sich online bei PokerStars qualifiziert hat. Die hat er genommen und gegeben. Im Wesentlichen geht das Richtung Jan Heidmann und Johannes Strassmann, Quirin Zech. Das sind die drei, die im Plus sind. Dann die Spieler im nassen Bereich. Wir sind gleich zurück mit mehr Poker aus dem schicken Alpine Palace. Manche böse Zungen, sehr, sehr wenige böse Zungen, aber manche haben schon mal gesagt, ach ihr da bei German High Roller, so eure Pötte da, die sind ja gar nicht so groß. Ja, sorry, aber das ist ja wohl mal komplett widerlegt, was wir hier für einen Lauf haben, was die Höhe unserer Pötte angeht. Das ist natürlich heute sensationell. Es war natürlich auch gerade eine Geschichte, die war wie gemalt, wie geschrieben für eine Riesenhand. Das Set... Top-Paar, Top-Kicker, Overpair. Und da ist Ronny Kaiser. Und das ist der ehemalige Rekordhalter für den größten Pot in der German High Roller Geschichte. Der Schweizer hier am Tisch nimmt den Platz ein von unserem Online-Qualifikanten. Das heißt, von der Spielstärke wird sich leicht was verändern, ohne unseren Qualifikanten zu nahe treten zu wollen. Ronny spielt gerne, spielt viel. Er sagt wenig, aber er spielt richtig gut. Freuen wir uns auf ihn, auf den Schweizer. Online einer der Spieler, der die ganz hohen Dinger immer spielt, die ganz hohen Limits. Vielleicht, George, kannst du uns ihn ja im Laufe der Zeit noch ein bisschen näher vorstellen. Du kennst ihn von den Online-Plattformen, du weißt, wie gefürchtet er ist. Gerade beim Potlimit Omaha. Auf alle Fälle, ja. Ich habe ihn mal gefragt, wie viel er denn für Unterrichtsstunden nehmen würde. Und das hat mein Budget bei Weitem überschritten, was er pro Stunde nehmen würde. Wow. Und vielleicht lohnt es sich ja. Auf alle Fälle, wenn man so viel Geld hätte, um dann die Partien zu spielen in der Größe, dann würde es sich wahrscheinlich schon lohnen. Ja, das ist nichts für Pascha hier mit Bube Ass Bube. Pius mit Bauchschuss. Hier kommt.
Der Draw hat sich ein wenig verbessert. Die Frage, ob Ronny da jetzt schon zurückzieht, also ob er seinem Gegner vielleicht den Buben gibt. Ja, gleich den Buben geben muss man nicht. Wäre vielleicht etwas pessimistisch, aber einfach Jack Call jetzt zu spielen und den Pot nicht zu groß zu machen, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Pius denkt sich, vielleicht kann ich den Pot ja hier schon mitnehmen auf dem Turn. Wenn der Schweizer da checkt. Das wird nicht funktionieren. Er ist schwierig, auch wenn er hier bezahlt. Dann ist seine Hand eigentlich ziemlich durchsichtig, dass er entweder so Ass 10, Ass Dame, Ass König hat. Und er könnte auch dann noch runtergeblufft werden. Also wenn er jetzt callt, dann muss er dem Gegner schon einen Bluff geben und dann auch die letzte, den letzten Großeinsatz dann bezahlen. Eine sogenannte Blank. Eine Karte, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Situation nicht weiter verändert. Problem für Ronny ist, dass er keinen Draw auf dem Flop gesehen hat. Also, wenn er da anspielt und Pius callt ihn sofort, ja, dann muss er entweder Pius komplette Luft geben, ja, und die er jetzt anfängt zu bluffen, oder ansonsten bleibt dir nur Ass oder ein Bube und beides schlägt ihn dann wahrscheinlich, wenn es zweimal anspielt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass Ronny hier runtercallen kann, ist, wenn er sagt, okay, der Pius, das ist einer, der callt am Flop mal ohne irgendetwas mit der reinen Intention, ihn dann von der Hand runter zu ballern. Was Pius ja hier gerade probiert hat. Ist das so ein Muster, was man bei Pius eventuell sogar häufiger sieht? Ja gut, wir haben ja schon gesehen, dass er recht häufig blufft. Guck mal, aber hat geklappt. Ja, weil er musste ihm ja praktisch reine Luft geben da am Flop, weil es gab ja keinen Flush Draw oder keinen richtigen Straight Draw. Gut, es gab jetzt einen Gutshot, ja, mit Dame 10. Nur zur Info. Aber er blufft schon häufig. Vielleicht Ronny ist ja gerade erst reingekommen. Ja? Vielleicht weiß er noch nicht genau. Hat die Hände noch nicht gesehen. Wenn er vielleicht jetzt die letzten Hände gesehen hätte, aber George, dann hätte er vielleicht auch anders reagiert an der Stelle. George, auch wenn Pius jetzt gerade sagt, er ist trotzdem noch tilt, aber wenn Ronny auf dem Turn Check Call spielt und da kommt eine Blank auf dem River, dann ändert sich plötzlich seine Meinung. Und er callt den River-Einsatz nicht mehr? Ja, das macht doch keinen Sinn. Na, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, wieso er da am Turn callt. Vielleicht hat er sich auch gedacht, okay, wenn ich am Turn call, dann wird Pius überhaupt gar keinen Move mehr machen, weil dann weiß er, ich mache keinen Move mehr. Und deswegen denkt er, okay, am Turn wird er vielleicht mal mit nichts gecallt haben und einmal feuern, aber ich traue ihm nicht zu, dass er zweimal feuert. Das muss ja der Gedankengang gewesen sein, dass er ihm nicht zugetraut hat, dass er da, nachdem er einmal mit Luft callt, zweimal feuert und hat sich gesagt, okay, einmal feuert er vielleicht, aber dann gibt er auf. So war der Gedankengang. Eieiei, ist das immer alles eine komplexe Geschichte. Und wir sind schon in der nächsten Hand und die verspricht nicht weniger komplex zu werden. Liebe Zuschauer, schauen Sie da mal hin. Die Damen raisen, dann Bube 4, Pascha callt mit suited Karten. Kirin hat Ass 9 in Kreuz. Jan 3 bettet mit König Dame und jetzt wollte ich schnell die Action von Pius abwarten und ganz im Ernst, die wundert mich, dass er jetzt hier nur callt. Naja, Jan ist ja jetzt nicht als super aggressiver Spieler, der alles 3 bettet bekannt. Das heißt, Pius denkt sich, die Damen, die sind nicht so gut, dass ich jetzt meinen kompletten Stack unterbringen will, weil wenn er jetzt hier nochmal raised, dann könnte ja Jan wieder raisen und dann geht der komplette Stack vielleicht rein und dann denkt er sich, dann sind Damen vielleicht nicht gut genug für. Aber er will sich auch nicht die Chance nehmen, jetzt vielleicht am Flop einen Drilling zu treffen, bei dem natürlich dann alles reingeht. Oder bei einem guten Flop die Hand auch ganz normal weiterzuspielen. Also ich kann den Call hier nur mit Damen ganz gut verstehen. Naja, aber du weißt ja ziemlich genau, dass Pascha hinter dir auch bezahlen wird. Kirin dann mit guten Odds auch.
Und dann hast du nochmal zwei Gegner. Ja, aber du hast immer noch eine gute Hand und du musst halt jetzt besser analysieren. Es ist komplizierter zu spielen auf alle Fälle. Es wäre einfacher, da einfach alles reinzustellen und zu hoffen, dass die Dame die beste Hand sind. So ist es komplizierter zu spielen und man sieht auch, manchmal bekommen ja dann die Gegner die Karten, die sie brauchen. Ja, Quiri mit Top-Paar und Nut Flush Draw, das ist natürlich richtig stark. Check Orgier. Oh, die Straße. Jetzt ist das ist ein so brutales oder? Spiel. Eieiei. Pascha mit der Straße. Kirin mit Top-Paar und immer noch den Nut Flush Draw. Und Pius mit der Überlegung, wenn hier keiner was macht, dann lass mal den Weltmeister mit seinen Damen ran. Es ist ja auch so, dass Damen da oft noch die beste Hand sind, nachdem keiner anspielt. Nicht, es ist jetzt nicht so, dass er mit Damen anfängt zu bluffen, sondern er will einfach mal sehen, habe ich noch die beste Hand oder nicht. Race von Hermann. Wenn man diesen Satz von der Dealerin hört, dann weiß man eigentlich, was die Stunde geschlagen hat. Das ist dann nicht mehr hier Bockzahl und Sätzen, sondern dann hat er eigentlich schon eine gute Hand. Race auf 8300. Und jetzt Tirin. Unfoldbar, oder? Naja, es ist schon foldbar. Es ist einfach so, dass der Einsatz recht hoch ist. Also wenn er jetzt 3000 bezahlen müsste, ja gut, dann ist manchmal das Ass noch gut und der Flushdraw bekommt seine Odds. Ja. Aber für diese 8000 muss er sich schon ziemlich sicher sein, dass das Ass auch noch eine Chance hat, gut zu sein, weil nur auf den Flushdraw bekommt er ja nicht die richtige mathematische Situation. Kehrt Jones, ja. Hä? Kehrt Jones. Ja, ich auch. Tom, wollte ich wissen. Und es bahnt sich der nächste große Pot an. Was kommt denn da auf dem River? Kommt Kreuz? Es kommt eine 2. Ein guter Pot. Keine Straße. Der Frieden macht, ja? Da spielt Pascha nicht mehr an. Und fragt hinterher, Quirin, hast du einen Full gemacht? Hat er Angst vorm Full? Ja, er hat ja auch Quirin eine starke Hand gegeben. Ist eigentlich ganz gut gedacht. Weil wenn Quirin da noch bezahlt, dann muss er eigentlich schon davon ausgehen, dass er vielleicht Asse oder Dreier oder Fünfer vielleicht. Es gibt schon viele Drillinge, die er da hat. Ja, gut, Asse wahrscheinlich nicht so. Aber Dreier und Fünfer. Und er muss ja ein bisschen was haben, der Quirin, dass er da 8000 bezahlt, ja. Und entweder haben sie vielleicht dieselbe Hand, ja. Es kann ja sein, dass beide die 4 haben, weil es liegen ja schon 4 Karten zur Straße. Es ist auch ziemlich offensichtlich, dass eine Straße möglich ist. Das heißt, ich finde es gar nicht so schlecht, da einfach die Straße auch mal dahinter zu checken, nachdem sich das Board gepaart hat. Und gegen die Straße ist es immer noch unentschieden. Wenn der Gegner 4-6 hat, verliere ich. Wenn der Gegner einen Drilling hatte, verliere ich. Das ist einzige. Ja gut, George, ja. Ich dachte nur. Mensch, da hat er mal eine Straße, der Pascha. Wir sind schon in der nächsten Hand, deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Denn Ronny Kaiser mit König Bube macht es jetzt mal richtig teuer. 3000, das ist ganz schön teuer. Warum so viel? Ich weiß auch nicht, ob er sich vergriffen hat. Na gut, man muss sehen, es ist ja auch, 5 Leute sind schon im Pot, ja, und haben den Straddle gecallt. Das heißt, da sind schon 1000 drin. Da, wenn ich einfach mal 3000 spiele, um 1000 abzugreifen, ist schon in Ordnung. Und er hat auch keine Position. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir das. Von hinten hätten vielleicht 1800 gereicht oder sowas in die Richtung. Johannes mit 5-3 off. Die 3000 hätte ja noch zahlt. Aber sagen wir mal, meine Fans. Ja, Ass-10 ist fies da in dem Spot. Sagen wir mal, meine Fans. Das ist tatsächlich die beste Hand. Das ist die beste Hand. Das sagen die Fans auch jetzt gerade. Das wäre mal überraschend. Die beste Hand foldet. Haben wir das schon mal gesehen?
Ich glaube nicht. Die doch, Hermann ja. Pascha die ja. beste doch, Hand foldet? Also, doch, ich glaube schon, ja. Moment, ich muss meinen Partner fragen. Kriegen wir noch einen? Jo. Jo. Nehmen wir auch noch einen, bitte. Hat Leon noch seine No-Drinking-Bed? Weißt du, wie lange er jetzt für irgendwie geht? Hat er die noch? Ich für Pascha-Verhältnisse ist das wirklich sehr lang nachgedacht. Er ist ja ein bekennender Schnellspieler. Nee. Ja, sicher. Jetzt hat er die beste Hand und überlegt, sie wegzulegen. Aber ist auch schwierig. Race, Re-Race für so viel. Und dann hat man Ass 10. Normal ist das ja eher ein Fold. Machst morgen Urlaub? Machst morgen Tag Urlaub? Machst Tag frei? Ich spiel Donnerstag. Wow. Donnerstag. Eieieiei. Wenn ich ja auch noch nicht von dem Spiel, du. Ja. Ich sage ja, ich war jetzt ja in dem Behindertenheim, wo ich ihn drin habe, aber so zugeschaut, hä? Ja. Da habe ich auch nicht drauf geklickt. Ungefähr dasselbe wie da. Ja, die haben es alle von heiß, von German High Rollers gelernt. Die spielen es ähnlich da drin. Ich spielen es ähnlich. Ich spielen es ähnlich. Er macht drei Rahmen. Ist ja 400 sind das, oder? 406. Immerhin wissen jetzt alle, dass er keine Asse, keine Könige und keine Damen hat. Und Ass-König. Ja, sag mal, was sagen meine Fans? Da habe ich ja meine Fans schon nicht wegschmeißen. Siehst du das Ei alles? Also ich bin ein Fan von dir und ich muss wirklich dringend auf die Toilette. Also. Ja, aber du interessierst mich. Ja, aber ich bin doch ein Fan von dir. Meine Fans sind ja, ne, ich bin aber auch ein Fan. Ich bin auch ein Fan. Ich bin ein sehr großer Hermann Pascha-Fan. Wirklich. Wenn du keine 8000 sein kannst, kannst du sowieso auf die Talenten gehen. Ich hoffe, ich spiele noch eine Hand. Ja, ich auch. Oh, Timebank. Das riecht eher nach Fold. Call the clock. Ich bin weg. Es gibt hier 400, ich bin weg. Call the clock. Ja, immer. Gerne. Da wird er sich ärgern, wenn er da die Hand im Fernsehen nachschaut. Da wird er sich ärgern. Ja, Pascha. Ich folde. Wäre es gewesen, einmal oben drüber gehen und alles wäre deins gewesen. Auch König Bube geht raus und Johannes zeigt vielleicht noch 5-3. Einmal sehen, ob mir einmal. Ja? Ja, einmal. Für 16? Einmal. Okay, ich zeig's aber nur dir. Ja, nur mir. Simon. So one shot. Yeah. So one shot. Merz. So one shot. Ja. Meine Hochachtung. Nein, jeder kann mal. Was war das? Oh, nee. Eigentlich heißt was es ja das? Show one, show das all. Ja, war es 10 wirklich? Drei alles. Hände noch, oder? Also nach der noch 2, richtig? Mhm. Ach, 10 werfe ich weg. Steffen? Er spielt 3000. Richtig, Steffen? Er spielt 8000. Danach noch 2. Wie du sagst, Behinderten. Was hat er gesagt? Behindertenheim? Oder was hat er gesagt? Muss ich spielen? Ass 10 werfe ich weg. Gott sei Dank. Hol ich jetzt. Zweimal vor, ja. Bitte. Das Race von Jan. Starkes Jahr bisher für Jan, gut gelaunt am Tisch und sehr auskunftsfreudig auch bei uns im Interview. Da verweise ich sehr, sehr gerne auf unsere informationsintensive Internetseite sport1.de/poker. Dort gibt es ein großes Jan-Heidmann-Interview mit vielen Informationen rund um Jan und sein aktuelles Leben. Dem geht's gut. Frisch gebackener zweite Mal Vater geworden. Beim Pokern läuft's. Die letzten zwei Spiele geht's nur 1000. Schauen Sie rein ins Interview. So, jetzt aber zu dieser Hand. Jan hat geraced mit Dame 8 suited. Den Scheißdreck zeugen wieder. Gelöste Stimmung am Tisch. Schau, das ist der Punkt, wo ich hier geredet habe. Ja, ja. Das wäre gekommen. Ja. Bedeutet, das ist ja eigentlich ein ganz guter Flop für Jan George, ne? Weil er hat geraced, jetzt kommt das Ass, aber er hat den Flush-Draw, was noch besser ist, wenn man weiß, dass keiner das Ass hat. Ja. Wenn 5 im Pot sind, dann gehe ich ja normal davon aus, dass eigentlich einer schon das Ass hat. Ja. 3000 von Jan. Na, Erich mit dem Frustfaktor im Gesicht, aber sowas von fett geschrieben. Er hat wirklich keine Hände gehabt. Ich glaube, Pius sieht einfach nur den dicken, fetten Dealer-Button vor sich und denkt sich, Moment, wie war das noch mit Position im Poker? Einfach mal callen, dann wieder zweimal anspielen, mit nix hoffen, dass sie wegschmeißen.
Könnten wir schon nochmal probieren. Wenn jetzt kein Karo kommt, wird es wahrscheinlich auch klappen. Ja, Johannes fühlt sich gerade gut. Er hat gerade schon mit einer extrem wirren Hand den Pot klar gemacht. Und jetzt geht's los. Raise 10.000. Wow. Jetzt sagt er einfach, dass er eine 3 hat. Das ist ganz offensichtlich. Kein Ass? Nein, mit einem Ass würde er immer check callen. Er kann nicht praktisch ein Ass da jetzt den riesen Pot aufmachen. Entweder hat er nix oder er hat eine 3. Problem ist, das Nix könnte auch König hoch Flushdraw sein, ja, was noch den Dame hoch Flushdraw von Jan schlägt. Aber eigentlich hat er entweder 3 oder Nix. Schauen wir mal, was Jan da sich überlegt, welches von beiden er hat. Bisher gibt er ihm ja noch nicht direkt die 3, sonst hätte er gleich weglegen können. Kein Karo. Dafür trifft Johannes seine 7. Was eigentlich ja dann keinen so großen Unterschied macht, denn Johannes... Doch, es macht einen Riesenunterschied. Ja, aber Johannes hat doch, repräsentiert auch jetzt die 3 eigentlich eher, oder? Ja, das schon, aber wenn er jetzt die 7 getroffen hat, dann muss er jetzt nicht mehr durchfeuern. Jetzt kann er einfach runterchecken, hoffen, dass die 7 gut ist. Nicht wahr? Davor musste er, weil 10 hoch konnte nicht gut sein. Das heißt, er musste bluffen. Jetzt, wo er die 7 getroffen hat, kann er sich auch denken, vielleicht hat der Jan auch nicht so viel. Und fängt jetzt an zu check-callen. Die Problematik ist jetzt, wenn der Johannes checkt und der Jan spielt einen Bluff, dann kann er ihm auch Ass-König geben. Ja, aber vielleicht callt er auch runter. Also die 7 macht einen riesen Unterschied hier in dem Spot. Wenn Jan jetzt anspielt, dann sagt er ganz klar, ich habe Ass-König. Und dann ist die Frage, ob ihm Johannes das abnimmt oder ob er sagt, nee, ich glaube, du hast den Flush-Draw. Eine 3 hat Jan ja nie. Jan spielt an, und zwar exakt 10.000. Ja, also sagt er, okay, ich habe Ass König, ich glaube, du hast nicht so viel, bezahl mal 10.000, bitteschön, um meine Hand zu sehen. Und Ass Dame geht nicht? Nee, Ass Dame ist dann schon knapp, weil Johannes manchmal Ass Dame dafür Value gecheckraised hat. Es gibt halt den Flushdraw, den Jan haben könnte, der nicht gekommen ist. Deswegen ist es schon da interessant. Entweder glaubt man ihm Ass-König oder nicht. Er sieht eher so aus, als würde er es ihm nicht glauben. Und da kommt gleich der Call. Wäre ein Call der besseren Art. Und wir haben ja gerade schon gesagt, er fühlt sich gut, seine Moves klappen irgendwie. Jetzt geht er die Hand natürlich nochmal durch. Wie ist das gelaufen? Raise vorm Flop. Continuation Bet called den Check Raise, der Jan. Und jetzt spielt er auf einmal an. Tja. Ich würde ihm das Ass schon glauben. Irgendwie. Da den Check Raise called. Ich habe mir jetzt deine Stimme in seinem Kopf vorgestellt. Ja, genau. Was sagt der da? Der gibt ihm das Ass? Soll die Klappe halten da oben, damit der Strassmann nicht auf dumme Gedanken kommt. Wieder ein großer Pott. Nochmal von vorne durch. Der Jan spielt also an, ich check raise ihn, er callt mich. Callt er mich dann mit dem Flushdraw, den er jetzt nochmal anspielt? Wenn er aber einen Flushdraw König hoch hat, wieso checkt er dann nicht dahinter? Den bräuchte er ja nicht betten. Oder hat er vielleicht Dame hoch Flush? Aber den Flushdraw König hoch, den muss er doch anspielen, oder? Oh Gott. Warte. Nee, mag nicht. Weil der würde ja nicht reichen im Showdown. Ja, doch oft schon, weil wenn Johannes ein Ass oder eine 3 hat, schmeißt er eh nicht weg, ja?
Aber vielleicht Vierer, Fünfer. Och. Aber die würden doch nicht checkraisen. Nee. Boioioi. Guter Call. Ein guter Call und ein selbstbewusster Auftritt jetzt hier von Johannes. 45.000 Euro auf seine Seite. 7-3. Wow. Das entwickelt sich hier zu Johannes Strassmanns ganz persönlicher Challenge hier am Tisch. Starker Call hinten raus. Und wieder ein Riesenpott. Also das ist heute hier tatsächlich eine Geschichte, da geht das Geld so schnell von links nach rechts. Dass Strassmann jetzt hier vorne steht, das wundert nicht. Heidmann hat ein bisschen eingebüßt und ist trotzdem noch über 50.000 im Plus. Die Spieler im Minus. Kaiser, Keiner, Heinz, Kollmann und der Pascha. Gleich zurück im Alpine Palace. Noch mehr Poker, noch größere Pötte. Das ist aber auch ein schickes Häuschen da hinten, werden Sie sagen. Warum spielen die Jungs denn da nicht mal eine Runde Poker? Ja, das ist der Teil des Saunabereichs. Liebe Pokerfans, wir sind dann doch lieber hier in unserem kleinen schicken Wohnzimmer. Dort ist es auch wunderschön und wir wollen ja gar nicht noch heißeres Spiel. Boah, das Wortspiel bleibt mir im Halse stecken. Es reicht ja schon eh mit unseren Riesenpötten. 2, 10, Ass-Bube, Race von Quirin und... Pascha hat gestraddelt, heißt also dritter Blind-Einsatz. 100, 100 und dann die 200 im Straddle. Das ist Michael Keiner, für den Fall, dass Sie vergessen haben sollten, wie er heißt. Einer unserer ja, Aushängeschilder in den vergangenen Jahren, der hier sehr verhalten spielt. Der Doc bezahlt mit den Achtern. Ganz im Ernst, hätte ich vielleicht auch geraced, weil Quirin raced eh viel. Erich verzweifelter Call mit irgendwas. Und wenn Michael mit seinem Image da raced, das kann seinem Spiel, das kann dieser Hand eigentlich nur gut tun. Oh Gott, das muss ein Rotz sein. Denn so bekommt er ja in jedem Fall noch Caller, zum Beispiel Johannes mit 9-7. Vorletztes Spiel, oder? Vorletztes Spiel. Vorletztes Spiel, ja dann! 9-4, Nuts! So, Actionflop bitte. Ach, um Himmels Willen, was verlange ich hier? Das wäre ja... Ja gut, danke doch. Wir haben so viele schöne Flops heute schon gesehen. Also mal ein dickes Lob an Gabi und Steffi, unsere Dealerin, die einen Riesenjob machen hier heute. 10-6-4, das heißt... Ja. Hier gibt's Action. Warum willst du nur 8 Blöcke? Wieso willst du nur 8 Blöcke? Pascha mit Treffer und Flush Draw. Ja, aber die Bett ist auch sick, aber... Ich finde die Bett geil. Bluffen kannst du auf jeden Fall nicht. Hm? Bluffen kannst du auf jeden Fall nicht. Ja, das ist eine interessante Karte jetzt für Erich. Ja, jetzt wird der auch nicht mehr wegschmeißen, nachdem er jetzt auch noch den Flush und noch die Straße macht. Das wird schwierig, ja. Für 10k in 25k kriegst du 3300. Kannst halt mit der 3 auf dem Turn. 8 River nochmal link gehen, das kannst du wirklich machen. Als Bluff. Das kann man immer machen. Als, ja, als Ender als Bluff. Ja, als Bluff. Oder als 3. Und Erich wird sich denken, jetzt habe ich endlich mal. Ja. Irgendwas halbwegs Aussichtsreiches. Dann stelle ich es auch rein. Vier, hat eh die beste Hand. 5. 5.800. 5.800. Und 3-3 habe ich drin, da komme ich nicht mehr raus, oder? Nee. Ne? 5.800? 2,5 noch dazu. 4.005, 1, 2, 3, 4, 5, 5.800. Perfekt. Dann zeigt mal eure Grützen. Ja, da hat Quirin schon das Richtige gesagt. Zeigt mal eure Grützen. Das ist bei diesem Board tatsächlich zu vermuten, dass die Spieler eher so kleine Karten auf den Händen halten. 9-4 gegen 6-7. Erich ist vorne. Besseres Paar. Er auf Herz drauf. Die auf aber. Oh. Die kommen doch. Da schauen wir her. Oh.
Ja, da kommen die Eingänge, wie Pascha sie so gerne nennt, die Draws, doch ziemlich gut an bei ihm heute. Zum wiederholten Mal, der Flush-Draw hinten angekommen. Ja, Erich Coolman, das war für ihn heute tatsächlich kein so toller Tag. Er ist ziemlich frustriert, aber dafür ist er nicht der einzige Spieler im Minus. Ich weiß nicht, ob ihn das tröstet. Die Abschlussbilanz, der Kontoauszug nach unserer zweiten Folge. Johannes Strassmann, ganz klar. Der hat ein sattes Plus. Jan Heidmann auch noch nach einem Riesenpott, dazu Quirin Zech. Der Rest ist im Minus. Kollmann und Pascha mit den beiden größten Verlusten. Ich sage ganz lieben Dank an George Danzer, den Online-Poker-Weltmeister. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, gutes Blatt.